Herzlich willkommen zu dem Tutorial Zeichnen mit Canvas und JavaScript. Mein Name ist Frederik Weitz, ich führe euch durch dieses Tutorial. Wir hatten beim letzten Mal, oder ich hatte euch gezeigt, wie man mathematisch die Punkte auf einer Kreislinie berechnet und wie man dort den Ball hinsetzen kann, der jetzt um die Kreisfläche rotiert. Und dabei hatten wir dann hier erstmal so eine rote Linie herausbekommen, die wollen wir nicht haben, sondern wir wollen tatsächlich einen Ball, der hier herumfliegt. So, und das machen wir in diesem Video. Das ist relativ einfach. Und zwar, bevor ich den Ball anfange zu zeichnen, bevor ich mir die Füllfarbe setze mit Red, möchte ich den gesamten Bereich der Canvas, oder nicht den gesamten Bereich, aber zumindest den Bereich, auf dem der Ball herumfliegt, den möchte ich löschen. Und das mache ich mit Red Fill Style gleich. Und jetzt nehme ich einfach die Hintergrundfarbe und sage, ich möchte Weiß als Füllfarbe haben. Das ist das Erste. Und dann nehme ich einfach ein Rechteck und fülle das gesamte Rechteck mit Fill Rect. Und dann nehme ich ein Quadrat, dessen linke obere Ecke bei 20 mal 20 und 20 Bildschirmpixeln liegt. Und dann eine Breite von 330 und eine Höhe von 330. So, und das war es im Prinzip auch schon. Das wird uns jetzt nicht so ganz befriedigen, das werden wir gleich noch ändern. Aber zur Demonstration ist das jetzt erstmal gut. So, und jetzt seht ihr, jetzt fliegt der Ball herum. Der ruckelt ein bisschen, das ist so ein bisschen browserabhängig, deshalb sollte man mit Animationen eigentlich sparsam umgehen. Aber erstmal genügt uns das. Was wir noch nicht haben, ist, dass der Ball so eine kleine Spur hinter sich lässt, so ein Trace. Und das zeige ich euch jetzt, wie man das macht. Wir können nämlich sagen, wir wollen nicht weiß haben, sondern wir wollen ein Weiß haben, was so ein bisschen transparent ist. Und dieses bisschen transparent, das sorgt dann eben dafür, dass der Ball, wenn er einmal gezeichnet worden ist, beim nächsten Mal nicht ganz gelöscht wird. So, und dazu müssen wir jetzt die Farbe etwas anders auswählen. Und ich gebe hier ein RGBA. Und damit kann ich die Farbe definieren. Und zwar in runden Klammern dahinter. Und beachtet bitte, dass das Ganze innerhalb von Anführungsstrichen steht. So, also es wird praktisch ein String übergeben. Und was Fillstyle damit macht, das muss uns erstmal gar nicht interessieren. Wichtig ist erstmal, dass wir die Farbe so übergeben können. Und ich übergebe den maximalen Farbwert, nämlich 255 für die rote Farbe, 255 für die grüne Farbe und 255 für die blaue Farbe. Und wer sich ein bisschen mit den RGB-Farben auskennt, der weiß, dass das weiß ist, dass die Farbe weiß ist. Und dann gebe ich ganz zum Schluss an 0,1 und damit gebe ich die Transparenz an. Also 1 wäre jetzt vollständig untransparent und 0,1, das ist jetzt sozusagen eine relativ große Transparenz. Das heißt, zu 90% bleibt der Ball noch transparent. So, und hier dieser Befehl RGBA mit den vier Werten dahinter. Damit kann ich auch eine Farbe definieren. So, und wie sieht das Ganze jetzt aus? Ich speichere das ab und lade es mir neu. Und jetzt seht ihr, dass der Ball verschwindet nach und nach. Der zieht so eine Spur hinter sich. Die Spur wird nicht vollständig gelöscht. Das ist leider nun mal so. Das kann ich ändern, indem ich etwas versetzt dahinter einen weißen Ball drüber laufen lasse, der eben eine vollständig weiß gefüllt ist, und dadurch verschwindet dann tatsächlich diese leichte Spur, die übrig bleibt.
Das ist eine Sache, das weiß ich nicht, warum das jetzt genau so ist. Es mag sein, dass das eben nicht eine nicht ganz genaue Programmierung ist. Es müsste eigentlich gelöscht werden. Ja, aber gut, okay. So, auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal hier unseren Kreis und der Kreis hat eben diese schöne Spur, die da hier hat. Und wir können das Ganze auch noch ein bisschen ändern. Wir können sagen, ich möchte eine größere Transparenz haben. Dann ist die Spur, die der hinter sich herzieht, auch entsprechend kürzer. So, und ihr seht, da ist jetzt eine wesentlich geringere Länge von der Spur da. Und so, ihr könnt ein bisschen damit herumspielen und gucken, was euch am besten gefällt. Ihr könnt natürlich auch die Farbe jetzt hier ganz beliebig und ohne groß Farbnamen zu kennen ändern. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt mir bitte einmal einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und dann werden wir uns an die nächste Grafik machen, von der ich euch zeigen wollte, wie man die programmiert, ne, was ich euch im Kurs 6 alles gezeigt habe. Bis dann.